Aggregates sind ein wichtiges Konstrukt für größere und komplexe Softwaresysteme, aber nicht immer ganz leicht umzusetzen. Und man kann schon gewisse Regeln für sie definieren und die kommen jetzt. Es sind insgesamt sechs Regeln und die lassen sich wie folgt zusammenfassen. Zum einen darf es keine Referenzen von außen auf ein inneres Entity geben. Methoden des Aggregate Root sind okay, um diese Zugriffe auf innere Entities zu regeln. Ansonsten soll es keine Zugriffe geben. Ausgehende Referenzen sind aber okay. Also von jeder Stelle des Aggregates heraus kann ich andere Entities referenzieren. Entities können in maximal einem Aggregate sein. Das gilt aber nicht für Value Objects. Die können auch in mehreren Aggregates vertreten sein. Alleinstehende Entities kommen vor, sind sogar sehr häufig und die bilden dann für sich alleine ein Aggregate und sind ihr eigenes Aggregate Root. Und letztlich, beim Löschen des Aggregate Root muss ich alle eingeschachtelten inneren Entities, wenn ich welche habe, ebenfalls löschen. Schauen wir uns die sechs Regeln mal im Detail an. Als Gegenstand dient uns dabei wieder das Evans-Beispiel der Purchase Order und des Purchase Order Line Item. Und als erstes schauen wir uns mal diese Vorgabe an, dass es keine Referenzen von außen geben darf. Also sowas hier darf es nicht geben. Ein Client, der dann direkt ein entsprechendes Objekt, was zu einem inneren Entity gehört, referenziert. Das ist also hier ein Objektdiagramm, was wir hier als Beispiel nehmen, anschließend an das vorige Video, wo wir die Aggregates ein bisschen motiviert haben. Und genauso können wir auch argumentieren, wenn so ein Zugriff möglich wäre, dann könnte dieser Zugriff das innere Entity eine Änderung hervorrufen, zum Beispiel eine Erhöhung dieser Teilbestellung. Und damit hätten wir die Invariante des Gesamtaggregates gebrochen, ohne dass wir eine Chance hätten, die Invariante wirklich zu prüfen. Also das können wir nicht machen, deswegen können wir solche Zugriffe nicht zulassen. Ausgehende Referenzen sind aber okay. Was man daran sieht, dass hier das Part von einem inneren Entity heraus referenziert wird, das Produkt, nämlich von Purchase Order Line Item. Und natürlich, wenn man sich ein bisschen mal Gedanken macht, muss sowas möglich sein, weil sonst wäre ein Aggregate ja ein komplett in sich geschlossenes Etwas, ohne irgendeine Möglichkeit mit der Außenwelt zu kommunizieren, außer eben über die Aggregate Root Klasse. Warum kann ein Entity in maximal nur einem Aggregate liegen? Nehmen wir mal hier dieses blaue Aggregate mit einer Root Entity Klasse und einem inneren Entity E in gelb eingezeichnet. Nehmen wir mal an, es gäbe auch noch ein rotes Aggregate, in dem dieses Entity inneres Entity wäre. Wenn ich jetzt einfach mal die Aggregate-Grenzen weglasse, dann sieht man, dass ich hier eine Verletzung von Regel 1 hätte. Das heißt, ich greife von außen auf ein inneres Entity zu. Genauso könnte man den Fall auch andersrum aufmachen, dass die blaue Root-Klasse dann auf ein inneres Entity des roten Aggregates zugreift. Also, das kann nach Definition schon nicht funktionieren. Das sieht bei Value Objects komplett anders aus. Nehmen wir uns mal den Fall des Aggregate Student. Der Student hat einen Wohnort und eine Adresse und diese Adresse ist ein Value Object. Jetzt könnte ich vielleicht ein zweites Value Object WMA haben, wissenschaftlicher Mitarbeiter, und der hat auch eine Adresse, die wird sogar zweimal referenziert, nämlich einmal als Heimadresse und einmal als Arbeitsadresse. Das sieht natürlich aus, das wäre unnatürlich, wenn wir das nicht so machen würden. Das liegt aber daran, dass Adresse hier den Status eines Domain Primitive hat, also eines komplexen Attributtyps, den wir an vielen Stellen unseres Domain-Modells brauchen und referenzieren. Und genauso wie wir nicht darüber nachdenken, ob wir String überall verwenden können, sollten wir genauso auch nicht darüber nachdenken müssen, ob wir Adresse überall verwenden können. Kommen wir zum Thema der alleinstehenden Entities, die dann für sich ein Aggregate bilden. Schauen wir dafür mal auf ein etwas größeres Beispiel, nämlich aus unserem Campus-Management-System und zeichnen mal die Aggregates ein. Vielleicht mal zuerst die offensichtlicheren. Relativ klar ist, dass der Student mit Resume und Address ein Aggregate bildet. Resume und Address sind Value Objects. Der Student steht für sich und wird in vielen Kontexten benutzt.
Also relativ klar, dass das zusammengehört. Als zweites haben wir die Study Group und die Planned Meetings. Planned Meeting ist hier als Entity modelliert. Man kann auch diskutieren, ob Planned Meeting ein Value Object ist. Die beiden gehören aber auch fest zusammen. Planned Meeting macht nur im Kontext der Study Group Sinn und wird von außen nicht referenziert. Dann bleiben noch drei Entities übrig, nämlich Study Program, also Studiengang, Kurs, also Fach und Professor. Wie sieht es denn mit denen aus? Die bilden jeweils für sich alleinstehende Aggregates. Warum ist das so? Study Program und Kurs sind nicht zusammen in einem Aggregate, weil ich Kurs auch in anderen Kontexten referenziere. Wenn man mal genau hinschaut, dann wird der Kurs geshared zwischen den Study Programs. Also ich kann das gleiche Fach in mehreren Studiengängen anbieten. Das ist bei uns in dem Informatik-Bachelor-Studiengängen auch so. Und wenn ich ein Study-Programm lösche, wird nicht notwendigerweise das Fach eingestellt. Vielleicht wird es woanders noch angeboten oder man nimmt es dann etwas später wieder auf in einem neuen Studiengang. Und ich brauche eine Möglichkeit für die Professoren, die Kurse unabhängig von dem Study-Programm zu editieren. Es gibt ein Modulhandbuch, wo ich meine Fächer editiere und zum Beispiel das Learning Outcome auf den neuesten Stand bringe. Also die beiden sind besser aufgehoben, wenn sie jeweils für sich stehen in einem separaten Aggregate. Und genauso verhält es sich natürlich mit dem Professor, der auch in vielen anderen Kontexten noch angesprochen wird und auch nicht immer nur im gleichen Kontext wie Kurs oder Study Program auftaucht. Dann kommen wir zur sechsten Regel. Wenn ich das Root-Objekt lösche in einem Aggregate, dann muss ich auch alle Objekte zu den inneren Entities löschen. Nehmen wir als Beispiel hier wieder die Study Group und die Planned Meetings. Wenn ich die Study Group auflöse, dann gibt es natürlich anschließend auch keine Planned Meetings mehr für diese Study Group. Wie würde ich das jetzt umsetzen auf der Code-Ebene? Wenn Planned Meeting ein Value Object ist, dann muss ich da eigentlich gar nicht groß irgendwas machen. Dann nutze ich Element Collection und Element Collection hat für sich schon eingebaut, dass es eine Komposition darstellt oder Teil einer Komposition ist. Das heißt, wenn das Root-Objekt gelöscht wird, in der die Element Collection eingebettet wird, dann ist die Element Collection anschließend auch weg. Wenn aber Planned Meeting ein Entity ist, dann hätte ich eine One-to-Many-Beziehung und dann kann ich diese One-to-Many-Beziehung annotieren mit Cascade gleich Cascade Type Remove. Und damit mache ich deutlich, dass ich hier eine Löschsemantik wünsche. Wenn ich also das Parent-Objekt, also die Study Group, lösche, dann wird automatisch auch in der Datenbank ein Löschvorgang für alle dazugehörigen Planned Meetings ausgeführt. Das sieht jetzt erstmal sehr einfach aus. Ich werde in einem weiteren Video nochmal darauf eingehen, dass das Umgehen mit eingeschachtelten inneren Entities in Spring alles andere als eine triviale Geschichte ist. Das würde aber den Rahmen dieses Videos sprengen. Damit haben Sie sechs einfache Regeln kennengelernt, die Sie anwenden können, wenn Sie mit Aggregates anwenden. Das ist nicht die ganze Wahrheit und wir werden uns sicherlich noch etwas weiter damit beschäftigen.